Bank von Japan behielt ihre jährliche geldpolitische Impulse unverändert und behielt ihre wirtschaftliche Prognose trotz beginnender technischer Rezession unverändert. Die BOJ nahm eine etwas vorsichtigere Position gegenüber Inflationserwartungen im Vergleich zum Vormonat, wird aber die Politik unverändert belassen, falls beim Erreichen des 2%igen Inflationszieles nichts dazwischen kommt. Norio Miyagawa meinte, wenn nur die Ölpreise schwach bleiben, kann sich die BOJ das Abwarten leisten. Aber wenn Ölpreise die Inflationserwartungen sinken lassen, wird die BOJ handeln müssen. Der Yen blieb nach der Veröffentlichung der Protokolle fast unverändert, laut denen im Dezember die Erhöhung gestartet werden kann, doch jede Straffung sehr sukzessive stattfinden wird. Nach der Publikation der Protokolle hat sich der Yen gegenüber dem Dollar auf 123,20 gestärkt. Die kürzlich veröffentlichten Handelsdaten stellten Japans Gesamthandelsbilanz besser als erwartet dar, aber ein tieferer Einblick offenbarte, dass die Exporte zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr gesunken und auch die Importe stärker als erwartet geschrumpft waren. BOJ-Chef Kuroda sagte in der Pressekonferenz, die Schwellenländer werden wahrscheinlich aus der Flaute auftauchen, durch solides Wachstum in Industrieländern verholfen. Die Exporte werden vorerst seitlich schwanken, später aber sich moderat erholen. Die Fundamentaldaten der japanischen Wirtschaft sind robust und das Umfeld für Unternehmen und Haushalte hat sich deutlich verbessert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Presseschau. Bleiben Sie mit Dokaskope TV für weitere Nachrichten. Auf Wiedersehen.